Ärztereport 2017. Massive Zunahme der Kopfschmerzpatienten. Ein aktueller Ärztebericht der Barmer Krankenkasse aus dem Jahr 2017 weist auf eine gravierende Entwicklung hin. In den Jahren 2005 bis 2015 ist nach diesem Bericht der Anteil der 18- bis 27-Jährigen mit chronischen Kopfschmerzen um ca. 42% gestiegen. Interessanterweise repräsentiert diese Altersgruppe ziemlich genau die erste Generation der Smartphone-Anwender. Inzwischen leiden allein in Deutschland ca. 1,3 Millionen junge Erwachsene an diesem Beschwerdebild. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher. Schon im Jahr 2004 konnte durch die sogenannte NILA-Studie nachgewiesen werden, dass durch Funkstrahlen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Krebs und Unwohlsein hervorgerufen werden können. Leider werden sogar die Ärzte über diese Zusammenhänge nicht so geschult, dass sie den Betroffenen nachhaltig helfen können. Das Erste, was mir wichtig ist für diesen heutigen Tag, ist euch zu sagen, wir sind keine Frösche. Wir haben gemerkt, dass man uns aufkochen will langsam. Schon 1932 war bekannt, dass elektromagnetische Strahlung gesundheitsschädlich ist und zu depressiver Stimmung, Kopfschmerzen und nervösen Erschöpfungszuständen führt. Seit den frühen 60er Jahren ist dies durch eindeutige Studien belegt worden. Trotzdem wurde diese Technik in den 90er Jahren durch die Mobilfunknetze flächendeckend eingeführt. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, ist das klar? Denn wenn seit 1932 bekannt und seit den 60er Jahren eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist, dass elektromagnetische Strahlung gesundheitsschädigend ist, dann ist das eine Verschwörungstatsache, nicht eine Verschwörungstheorie. Kurz nach Einführung des ersten digitalen Mobilfunknetzes 1997 in der Schweiz gab es einen sprunghaften Anstieg an psychischen Erkrankungen, an Erkrankungen der Nerven- und Sinnesorgane und des Stoffwechsels. Mittlerweile ist es offiziell, dass nach 10 Jahren Handynutzung mit einem etwa dreifach erhöhten Risiko für bösartige Gehirntumore zu rechnen ist. Wir sind keine Armee, aber hier herrscht ein Krieg. Wir sind aber ein Volk, das überleben will. So gehen wir heute auf die Straße. Das erste Mobilfunknetz in Deutschland, eingeführt 1992, hatte 800 Sendestationen. In der Zwischenzeit haben wir 120.000 davon. Das ist ein Zuwachs von 15.000%. Und immer noch werden Masten gebaut. Schon heute gibt es in Deutschland etwa 6% strahlensensible Menschen. Tendenz stark steigend. Wenn der Trend so weitergeht, sind Studien zufolge im Jahr 2017 schon 50% der Bevölkerung Strahlenallergiker, belastet mit extremen Einbußen im täglichen Leben. Wir kämpfen heute nicht um Ansichten, wir kämpfen nicht um Meinungen, wir kämpfen um unser Leben. Okay? Und zwar um das Leben unserer Familien, unserer Kinder. Schäden durch Mobilfunk wie Hirntumore, Blutveränderungen, Krebs, genetische Störungen und andere Probleme sind bewiesen. In Forschungsversuchen wurde menschliches Blut in Reagenzgläser gefüllt und mit Mikrowellen bestrahlt. Es zeigte sich, dass sich unter dem Einfluss von Strahlenfeldern die Zellkerne spalten. Wir sind nicht gekommen, um zu verhandeln. Wir sind gekommen, um Anklage zu erheben. Anklage gegen vorsätzliche Körperverletzung. Strahlung durch Mobilfunk kann den Hormonhaushalt durcheinander bringen. So wird zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin gestört, aber auch Stresshormone werden vermehrt ausgeschüttet. Die Folge sind Schlafstörungen bis hin zu Depressionen, Unruhe und Panikgefühle. Ebenso ist erwiesen, dass Mobilfunkfelder krebsfördernde Wirkung haben. Der Krebs entwickelt sich im Einfluss der Felder schneller und schlimmer als normalerweise. Nach mehr als 10 Jahren Handynutzung erhöht sich das Hirntumorrisiko um 20-200%. Auch die Umwelt bleibt nicht verschont. Die flächendeckende Bestrahlung der Erde bewirkt unter anderem Baumsterben, Missgeburten bei Nutztieren und Bienen verlieren ihre Orientierung, mit verheerenden Folgen für die Landwirtschaft. Wir sind keine Demonstranten, wir sind Verwundete, die in Notwehr handeln.
Hier gehen wir an der Front mit Verwundeten, die existenziell nicht mehr existieren können. Die leben in den Wäldern, in den Höhlen, in den Klüften. Hier sind Verwundete, die um ihre Existenz kämpfen. Wir sind keine Demonstranten, sondern Verwundete, die in Notwehr handeln. Mobilfunk ist ein Angriff auf alles Leben. Die Leidtragenden sind wir alle, da es kaum noch strahlungsfreie Räume gibt. Wir sind umgeben von einem mehr als lückenlosen Mobilfunknetz und Handynutzern ringsum. So werden wir unausweichlich zu Passivtelefonierern. Die Dauer der Bestrahlung ist entscheidend für die Schädigung. Besonders betroffen sind daher die Kinder, die schon von Mutterleib an den Strahlungen ausgesetzt sind. Denkt an die Kinder! Es gibt nur eine Lösung im Umgang mit dieser Technik, und das ist absoluter und konsequenter Verzicht. Eine andere Lösung, den verheerenden Folgen dieser Technik zu entkommen, gibt es nicht. Smart Meter, digitaler Stromzähler, spioniert Haushalte aus. Die Bundesregierung, der BRD, will ab 2017 Haushalte mit einem Stromverbrauch über 6000 Kilowattstunden pro Jahr zum Einbau von digitalen Stromzählern, sogenannte Smart Meters, verpflichten. Diese Zähler messen in 15 Minuten Abständen, wie viel Strom aktuell im Haushalt verbraucht wird. Angeblich lasse sich damit Energie sparen. Verbraucherschützer lehnen die Pläne aus Datenschutz- und Kostengründen ab. Mit den Zählern lässt sich problemlos berechnen, ob und wie viele Menschen in einer Wohnung sind und wie der jeweilige Tagesablauf dieses Haushaltes aussieht, sogenannte Verbrauchskurven. Solche Informationen sind nicht nur für Hacker und Einbrecher ein gefundenes Fressen. Die persönlichen Daten ergeben zudem für jeden Haushalt ein Profil und somit eine gläserne Privatsphäre. Was den Smart Meter jedoch zu einem völligen Kontrollinstrument macht: er ist zentral steuerbar. Das bedeutet, dass der Strom von außerhalb zu jeder Zeit einfach abgestellt werden kann. Schon seit mehreren Jahren wachsen drei Efeubüsche an der Seitenwand dieses Hauses. Sie waren so gesund und kräftig in ihrem Wuchs, dass ein Rotkehlchen sein Nest über dem alten Elektrozähler baute, der sich hier schon seit Jahren befand. Diese Energybox sendet ihre Signale fast ständig, wie man über das Radiofrequenzmessgerät hören kann. Vor etwa 3 Monaten jedoch wurde der alte, aber perfekt funktionierende Zähler entfernt und durch ein Smart Meter, eine sogenannte Energy Box, ersetzt, die per Mikrowellenstrahlung permanent Informationen an die Stromversorgungsgesellschaft sendet. Der von der Strahlung verursachte Schaden ist in diesem Video ganz eindeutig sichtbar. Der Schaden am Busch ist wesentlich erheblicher nahe bei der Energy Box, und mit zunehmendem Abstand nimmt die Schadenshäufigkeit dann permanent ab. Ab etwa 3 Meter Abstand wirkt der Busch wieder ziemlich gesund und weist helle grüne Blätter auf. Die der Energy Box nächstgelegenen Blätter sind jedoch augenscheinlich vertrocknet und krank.
Zufolge des kanadischen Gesundheitsministeriums verursacht Mikrowellenstrahlung auf dieser Ebene, die unterhalb der Sicherheitsstandard ist, angeblich keinen biologischen Schaden. Der Bewohner dieses Hauses litt an Schlafproblemen, nachdem die Energy Box installiert wurde. Auch bei uns in Deutschland soll nach und nach die Energy Box installiert werden. Was der Energybox gegenüber der ohnehin schon bestehenden Durchseuchung mit Decktelefonen und WLAN eine besondere Qualität gibt, ist der Umstand, dass nun auch Strahlung ins Elektrizitätsnetz eingekoppelt wird. So wird jede Elektrizitätsleitung und jede Steckdose zur Sendeantenne. Eine Abschirmung ist dann kaum noch möglich. Hallo meine Freunde, ich erkläre euch heute in meinem Video etwas über die Energy Box. Vielen von euch wird die Energy Box überhaupt nichts sagen, weil das eigentlich so hintenrum gemacht wird, dass das wirklich schon mehr oder weniger wirklich erschreckend ist. Also die schwedische Regierung kündigte 2009 ein Gesetz an, wonach keiner mehr Strom bezahlen soll, den er auch nicht verbraucht. Was wirklich eigentlich sich gut anhört. Ist wunderbar, jetzt zahle ich nicht, ihr kennt das. Das ist aber schon eigentlich mit dem guten alten Zähler hinreichend gewährleistet, also zumindest in Deutschland. Und nach schwedischen Berichten kamen 2009 gleich Stromlieferanten mit dem Schreiben, dass man in jedem Haus einen kleinen digitalen Rechner mit Sender einbauen will. Und dass man dann einmal in der Woche halt vorbeikommt und der Stromverbrauch abgelesen werden würde. Das haben die Leute natürlich halt angenommen mit dem Schreiben und wissen aber gar nicht genau, was die da angenommen haben. Und da das schon vor 2 Jahren alles, oder vor mehr als 2,5 Jahren alles schon in Schweden passiert ist, weiß zumindest auch keiner, dass das schon aktiv gängig hier in Deutschland auch schon geschieht. Und diese Box, die dann da eingebaut wird, also die wird an den Stromzähler wird die angeschlossen, dies nennt man Energy Box oder Smarter Box. Was allein auch schon ein bisschen komisch klingt, was auch wirklich keiner weiß, sogar geheim gehalten wird oder mehr oder weniger geheim gehalten wird oder verschwiegen wird von der schwedischen Regierung an die Bürger. Also die schwedische Regierung hat sogar Großteile Nordschwedens an die NATO sozusagen vermietet, damit diese ihre neuen Waffensysteme testen können. Und das ohne das Kenntnis des schwedischen Militärs wurde dies einfach, ja, vermietet. Dort testet man dann alle Mikrowellen, Chemtrails, Nanotechnik, auch an der Bevölkerung. Die Energy Box wird auch in Deutschland eingebaut. Die Propaganda-Werbungen von den E.ON und anderen Stromgesellschaften wie jetzt zahle ich nicht, das kennt ihr aus allen Werbungen. Das sind einfach nur, um den Leuten klarzumachen, oh hier könnt ihr Geld sparen. Die ganzen Leute, ohne nachzudenken, nehmen das natürlich an, aber was sie da eigentlich annehmen, ist denen nicht klar. Und das möchte ich euch klar machen, damit ihr euch davor schützen könnt. Also die Energy Box hat einen GPRS-Sender. Die Frequenz ist eine Mischung aus also GSM und 3G, UMTS. Also das ist Breitband und ist deshalb immer eingeschaltet. Immer eingeschaltet. Und diese Strahlung ähnelt sehr des Radars, das bekanntlich krebserzeugend ist. Das Witzige an der ganzen Sache ist, dass diese Information, die diese Energy Box aufnimmt, nicht an Elektrizitätsgesellschaften weitergeschickt wird, sondern zum Internet. Die Energy Box ist ein Doppelsystem und enthält auch ein Echelonmeter. Vorsicht, nicht verwechseln mit dem Echelon. Das PLC-System der Telemann Company. Dieses PLC-System verändert den Strom so, dass es leichter ist, darüber Informationen zu schicken. Wir werden deshalb also nicht nur direkt durch den Sender mit 3G bestrahlt, sondern die radarähnlichen Mikrowellen sind auch in dem EI-System. Und somit wird das ganze Haus ein gepulstes, hochfrequentes elektromagnetisches Feld.
Man hat dadurch sozusagen das EI-System zu einem Kommunikationssystem umgewandelt und ans Internet angeschlossen. Und jetzt denken sich die meisten, warum denn Internet? Warum so ein geheimes Einbauen in den Häusern? Warum wurde das EI-Netz zu einem Kommunikationsnetz verändert? Wofür? Meine Freunde, das erkläre ich euch jetzt. Das ist ganz einfach. Das 3G-Netz, was bekanntlicherweise ihr alle kennen werdet von euren Smartphones, war schon immer im Grunde ein reines Waffensystem. Und die 3G-Handys sind nicht nur Nebenerscheinungen. 3G kommt aus den USA und wurde durch das US-Militär nach Europa gebracht, genau wie allen anderen Mobilsysteme auch. Und somit strahlt nicht nur das ganze Haus in einer 3G-Frequenz, sondern ist auch am Internet angeschlossen. Und warum das so wichtig ist, komme ich gleich drauf. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass wir diese Box verweigern können und auch müssen, wirklich. Allerdings reicht wirklich ein Idiot in der Straße, der sich das Ding einbauen lässt, um alle Häuser sozusagen zu verseuchen, die am gleichen Transformator angeschlossen sind. Man braucht dann einen ELF-Filter, um die Mikrowellen zu filtern. Wir haben das Recht, diese Box zu verweigern, denn eine gesetzliche Grundlage gibt es nicht. Weil ein Gesetz zur Zwangsbestrahlung sozusagen würde dann bedeuten, dass der Staat auch für die Schäden aufkommen muss, was sie natürlich nicht wollen. Es gibt wirklich nur einen Grund, meine Freunde, warum dieses Elektrizitätssystem zu einem Kommunikationssystem verändert worden war. Und das ist ganz einfach. Totalitäre Kontrolle. Das Elektrizitätsnetz steht aber noch unter einem anderen Gesetz, und zwar dem Kommunikationsgesetz. Unsere fleißige Regierung hat natürlich in letzter Zeit sehr viel auch daran gearbeitet und, so wie sie es nennen, natürlich auch verbessert. Dieses Gesetz gibt dem FRA, das FRA ist das First Varets Radio Anstalt, das ist eine Art Echelon für die schwedische Verteidigung, der große Bruder, der alles sieht, hört und weiß sozusagen. Also googelt einfach mal nach Echelon, dann wisst ihr damit, was damit gemeint ist. Und es ist auch zufällig, dass gerade jetzt ein Supercomputer dem FRA zugewiesen wurde und der schwedischen Regierung. Und das FRA, sozusagen das Echelon, darf somit alle Mails lesen, Telefone abhorchen, Faxe und alles andere kontrollieren, was mit Kommunikation überhaupt zu tun hat. Und jetzt fällt dieses E-System und damit unser Haus unter dieses Gesetz. Das bedeutet, dass die das alles machen dürfen, uns ausspionieren dürfen, ohne dass wir da was dagegen tun können. Also meine Freunde, verweigert diese Box. Also die Leute, die es nicht verweigern können, das sind die, die ab 2010 ein Haus bauen in Deutschland, da ist es gesetzlich verpflichtet, diese Energy Box im Hause zu haben. Im Grunde ist damit jeder Computer, Database, Bank, Krankenhaus, Militär, Polizei, Server, alles absolut durch dieses Internet, EI ans Internet angeschlossen und weit offen für Attacken und Spionage. Es gibt keine Firewall der Art, keine Antiviren, absolut nichts, was ein Eindringen verhindern könnte. Denn es kommt ja über das Elektrizitätssystem. Welcher Server da jetzt unser Haus hat, das liegt wirklich nur im Dunkeln. Diejenigen unter euch, die etwas unter Frequenztechnik und Mikrowellen etwas wissen oder verstehen, können sich jetzt schon den Ausmaß vorstellen, denn mit modifizierter ELF-ULF-Wellen ist es sehr leicht, jeden Raum des Hauses in 3D einzusehen, jedes Gespräch abzuhören und sogar die Gehirnwellen der Menschen zu beeinflussen und jeden Gegenstand sogar in Taschen oder sonst irgendwas zu sehen. Wer auch über Chemtrails etwas weiß, weiß auch, dass sie Barium enthalten. Barium spritzt man schon lange. Zum Beispiel auch über große Sportveranstaltungen, denn dadurch werden nicht nur die Menschen auf dem Radar sichtbar, sondern auch das, was sie in den Taschen haben oder im Rucksack haben, das wird alles dadurch sichtbar. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dieser Box, Lois, Chemtrails, FRA, Echelon. Man hat Schweden an die NATO vermietet. Die kleine Energy Box ist nichts anderes als ein Teil des US Patriot Gesetzes, was selbstverständlich über die gesamte Erde verbreitet werden soll, wie heute schon Obama als Weltpräsident bezeichnet wird. Die totale Kontrolle der Häuser und des menschlichen Bewusstseins ist Teil des US-Manipulations- und Bevölkerungsreduktionssystems, das die USA vor mehr als 40 Jahren als Präsidentenprogramm auflegen wollte, um die Manipulation der Weltbevölkerung voranzutreiben. Einer der federführenden Wissenschaftler, das ist der Professor José Delgado, gab diese Maxim aus: Die Menschheit hat nicht das Recht, ihr eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Wir brauchen ein technisches Programm, um auf jeden die von uns vorgegebenen Linie zu bringen.
Auch ein technisches Mittel ist das Manipulationselement Siliziumdioxid, das sich inzwischen in vielen rezeptpflichtigen Medikamenten befindet. Siliziumdioxid ist Quarz, also ist es Sand, wäre eigentlich harmlos. Aber die Partikel liegen im Nanobereich, sind also nur Millionstel Millimeter im Durchmesser groß. Sie unterlaufen damit unsere biologischen Membrane und dringen in die Zellen und in die Chromosomen ein. Und dort haften sie, weil sie kodiert sind, also umhüllt von einer Masse, die geheim gehalten wird. 3G und die Energy Box gehören im Grunde schon zu diesen neuen Waffensystemen, die man an uns testet. Und wenn wir diese technische Beseitigung nicht stoppen, meine Freunde, dann werden wir zu einer Robotergesellschaft, die einflussreiche Kreise in den USA anstreben. Und das ist die Rockefeller-Bande. Informiert euch, wacht endlich auf! Viele von euch werden jetzt glauben, warum soll das 3G denn gefährlich sein? Ich habe schon so lange ein Handy mit 3G und ich fühle mich immer noch ganz normal. Also in Deutschland hat vor 2 Jahren eine große Untersuchung bereits gezeigt, dass fast alle, ich wiederhole Leute, dass fast alle, die der 3G-Strahlung ausgesetzt sind, eine Veränderung im Rückenmark aufzeigen. Und meine Freunde, das ist der Anfang von Leukämie. Also solltet ihr euch mal Gedanken machen, was euer Handy da mit euch wirklich macht. 11 Jahre ist es her, dass der Verein für gesundheitsverträglichen Mobilfunk den nachfolgenden Dokumentarfilm Die Glocken von St. Mamerta drehte. Dieser Film ist ein unvergängliches Zeitdokument. Er zeichnet das Schreien betroffener Volksschichten auf, die das rücksichtslose Gewinnstreben der Industrie-Mobilfunklobby mit dem Leben ihrer Liebsten oder gar mit ihrem eigenen Leben bezahlen mussten. Schon vor 11 Jahren wurde von Fachkräften bewiesen, dass das Mobilfunktelefonieren problemlos möglich wäre, selbst wenn man dessen gesundheitsschädlichen Strahlenwert um das Tausendfache reduzieren würde. Fachärzte, Wissenschaftler und Betroffene verschiedenster Hintergründe forderten damals genau diese Herabsenkung der Strahlenwerte. Doch was ist aus dieser Forderung geworden? Statt die Strahlenwerte um Faktor 1000 zu reduzieren, denkt die milliardenschwere Mobilfunkindustrie heute darüber nach, die ohnehin über tausendfach zu hohe Strahlung, abermals um den Faktor 1000 zu erhöhen. Es stellt sich zunehmend die Frage, wie viele Menschen und Volksschichten noch diesen tödlichen Mobilfunkstrahlungen erliegen müssen, bis diesem skrupellosen Gewinnstreben ein Ende bereitet wird. Doch wer soll und kann diesen größten Feldversuch aller Zeiten, die tödliche Strahlung des Mobilfunks, abschalten? Die Macher von Die Glocken von St. Mamerta fassen ihr Anliegen schon 2006 mit folgenden Worten zusammen. Dieser Film soll den Menschen bewusst machen, dass viele ihrer heutigen gesundheitlichen Beschwerden nicht von ungefähr kommen. Dass viele der angeblich psychosomatischen Probleme nicht gottgewollt sind, sondern dass die gewinnstrebenden, skrupellosen Mobilfunk-Geschäftemacher und deren überall aufgestellten Strahlentürme der Hauptgrund für die ins Unbezahlbare steigenden Krankheitskosten sind und dass die heutige Mobilfunktechnik die Ursache für viel menschliches Elend und Leid ist. Auf diesen Moment haben hier in Schwarzenburg viele gewartet, aber besonders einer, der Hans-Ueli Jakob. Jahrelang hat er gegen den Kurzwellensender gekämpft. Und heute ist es soweit. Der Sender wird abgebrochen. Ein Moment mit großer Symbolkraft. Morgens früh, wenn ich erwache, egal ob ich 6 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden geschlafen habe, ich erwache immer mit bleischweren Gliedern, also überhaupt nicht erholt. Mein Sohn ist hier auf die Welt gekommen. Er ist 3 Monate, nachdem wir hier ankamen, geboren worden. Er hatte immer Mühe mit dem Schlafen und schläft auch heute nach 6 Jahren noch keine Nacht durch.
Ein Jahr später. Der Sender ist seit 3 Monaten abgestellt und seit heute auch abgebrochen. Wie geht es den Anwohnern jetzt? Seit es abgestellt ist, fühle ich mich frei. Mir kommt es so vor, als ob ein zweites Leben angefangen hat. Ich habe auch eine große Wut irgendwie, weil meine Tochter, seit wir hier sind, nun das erste Mal durchschlafen kann. Das hat sich also für uns ganz klar bestätigt. Irgendwie sind das verlorene Jahre. Ich habe nie geglaubt, dass man durchschlafen kann. Aber jetzt gibt es plötzlich ein echtes Durchschlafen. Das habe ich nie gekannt. Ich bin hier aufgewachsen und habe das gar nicht anders gekannt, als dass man nicht durchschläft. Körperlich hat sich bei mir verändert, dass ich jetzt wieder schlafen kann. Ich habe wirklich sehr schlecht und wenig geschlafen und bin dadurch auch viel krank gewesen. Dieser Film soll den Menschen bewusst machen, dass viele ihrer heutigen gesundheitlichen Beschwerden nicht von ungefähr kommen. Dass viele der angeblich psychosomatischen Probleme nicht gottgewollt sind, sondern dass die gewinnstrebenden, skrupellosen Mobilfunk-Geschäftemacher und deren überall aufgestellten Strahlentürme der Hauptgrund für die ins Unbezahlbare steigenden Krankheitskosten sind und dass die heutige Mobilfunktechnik die Ursache für viel menschliches Elend und Leid ist. Die derzeitige Mobilfunksituation stellt sich für den Arzt, für den umweltmedizinisch tätigen Arzt, bedrückend dar. Es kommen viele Mitbürger, die in der Nähe von Sendeanlagen liegen und alle unter einzeln zwar unspezifischen, aber in der Gesamtheit doch ganz typischen Symptomen, Bildern leiden, wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Infektanfälligkeit. All das, was erstaunlicherweise schon seit Jahrzehnten von den Russen, von den Amerikanern, von europäischen Forschungen als sogenanntes Mikrowellensyndrom beschrieben wurde. Es fehlt einfach die Lebensqualität. Diese Menschen können sich in der Nähe von Mobilfunkanlagen ihres Lebens nicht mehr freuen. Man hat aber heute auch sehr viel gravierendere, bedenklichere epidemiologische Studien gemacht. Und man weiß zum Beispiel durch Forschungen der Universität Wien, dass Schlaganfall, Herzinfarkt, Hochdruck, Kreislauferkrankungen rund um Sendeanlagen massiv im Zunehmen begriffen sind. Wir kennen das sogenannte Geldrollenphänomen. Die roten Blutkörperchen verklumpen sich. Wir haben Studien zum Beispiel aus Oberfranken, aus Naila in der Bundesrepublik. Und da wissen wir, dass es zu einer Verdreifachung der Krebsrate in einem Radius 400 Meter rund um eine Sendeanlage kommt. Das Gleiche wissen wir aus Israel. Und derartige Studien kennen wir von Rundfunk, von Fernsehsendern aus Kalifornien, aus Australien, vom Radio Vatikan und so weiter und so weiter. Die Mobilfunkkonzessionen, die für viele Millionen verkauft worden sind, waren nichts anderes als der Auftakt zum größten Feldversuch am lebenden Menschen. Es war total unverantwortlich, mit dem damals schon beachtlichen Wissensstand so etwas überhaupt zu starten. Wie daraufhin die Bevölkerung über die Mobilfunkstrahlung informiert wurde, ist absolut haarsträubend. Ohne jetzt als Schweizer den Liechtensteinern auf die Füße treten zu wollen. Aber dass in einem Regierungsprospekt in Liechtenstein stand, ein Bügeleisen oder eine Glühbirne in einer Nachttischlampe seien schädlicher und würden stärker strahlen als eine Mobilfunkantenne in 30 Metern Entfernung, ist einfach haarsträubend. Das stimmt einfach hinten und vorne überhaupt nicht. Ich möchte das als totalen Schwachsinn bezeichnen. Eine 50-Hertz-Strahlung, die von der Hausinstallation oder einem Haushaltsgerät kommt, kann man niemals vergleichen mit einer Mobilfunkstrahlung, die auf viel höheren Frequenzen läuft, nämlich 900 oder 1800 Megahertz. Konfrontiert worden bin ich das erste Mal, als mein Sohn Alexander im Vaduz in der Lochgasse berichtete, man habe in 50 Meter Luftlinie auf dem Postgebäude eine Mobilfunkantenne installiert
quasi im sehr vereinfachten Verfahren, ohne Baubewilligung und so weiter. Und es war mein Sohn Alexander, Musikpädagoge, dort verheiratet mit zwei Kindern, der sagte, du, das ist gefährlich, das ist gesundheitsschädlich. Mir war von Anfang an klar, dass das eine Todsünde sei, mitten in ein Wohngebiet hinein einen Sendemast zu setzen mit diesen starken Frequenzen, mit einer 24-stündigen Bestrahlung der Leute. Das war ganz klar und da habe ich mich also sofort solidarisch erklären können und ich bin heute nun der Meinung, ich habe mich damals nicht getäuscht. Es ist eine sehr, sehr gefährliche technische Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Ich bin vor vielen Jahren zu Xaver gegangen, Vorsteher von Triesen, weil die Swarovski-Antenne für mich inakzeptabel war. Ich habe zu ihm gesagt, Xaver, das könnt ihr jetzt einfach nicht mehr bewilligen. Ich hatte von den Gemeinderatsbeschlüssen immer gehört, einstimmig angenommen oder vielleicht einer dagegen. Ich habe gesagt, hör zu, Xaver, jetzt müssen wir nicht mehr reden, jetzt zähle ich dir mal auf. Ich habe angefangen aufzuzählen, Haus für Haus. Wo haben die Menschen Krebs? Wo sind die Leute gestorben? Wo haben sie Leukämie? Da sagte er, ja Max, das wäre ja wahnsinnig, wenn das so wäre. Da sagte ich, Xaver, das wäre nicht wahnsinnig, es ist wahnsinnig. Mach dir mal selbst Gedanken. Ich habe ihn dann später nochmals getroffen, da sagte er, das ist schon haarsträubend. Er hatte sich einfach überlegt, wie viele Menschen wegen der Swarovski-Antenne über die Klinge springen mussten. Der Auslöser ist sicherlich immer derselbe, aber jeder reagiert völlig anders. Man kann nicht sagen, die Rothaarigen bekommen einen Gehirntumor, die Blonden Krebs und die Schwarzhaarigen Herzrhythmusstörung. Das ist nicht so einfach. Diese Problematik ist schon lange bekannt. 1991 haben die Professoren Sackmann und Neher den Nobelpreis bekommen für ihre Forschung über die Schäden durch Mobilfunkstrahlung. Die beiden haben beim Nobelpreis 1991 als Schlussplädoyer gesagt, verliert die Zelle ihre Kontrollfunktion, entsteht Chaos. Also wenn sie bestrahlt wird, geschieht das. Es wurde dann weiter geforscht und die Professoren Gilman und Rodbell haben 1995 einen weiteren Nobelpreis erhalten. Ihr Schlussplädoyer war, dass dann eine Lawine von biochemischen Vorgängen auslösen kann. Welcher spezifische biochemische Vorgang das ist, wird niemals beweisbar sein, weil jeder Mensch völlig anders reagiert. Wir können nicht immer zu sagen, es sei nichts bewiesen. Es ist alles bewiesen, wie beispielsweise die DNA-Schädigung oder die Blutbildänderung. Alles ist bewiesen, nur wird man nie genau sagen können, welchen Krebs der Mobilfunk auslöst, da jeder Mensch anders reagiert. Aber es reicht mir, wenn ich Krebs habe. Die Antenne im Industriegebiet, da auf dem AW-Gebäude, die da aufgestellt worden ist und seit März 2000 dort in Betrieb ist, ist ungefähr 110 Meter von der Weide, vom Haus sind es 130 Meter und vom anderen Ende des Gebäudes etwa 280 Meter entfernt. Namhafte Probleme mit der Tiergesundheit hatten wir anfangs, praktisch keine. Die ersten Jahre ist es also gesundheitlich wirklich sehr gut gelaufen. Nachdem die Antenne ungefähr ein Jahr in Betrieb war, wurden die Kühe unruhig. Man merkt im Stall eine Unruhe. Sie sind nicht mehr ruhig gelegen, haben teilweise mit den Füßen gezittert und haben auf der Matte umhergerieben. Und dadurch hatten wir einige Kühe, die dann offene Knie bekommen haben. Und zusätzlich ist uns aufgefallen, dass ältere Kühe plötzlich innerhalb von 1 bis 2 Tagen schwächer wurden. Und es kam vor, dass Kühe plötzlich nicht mehr gefressen haben und am nächsten Tag nicht mehr aufgestanden und 2 Tage später eingeschläfert werden mussten. Diese Fälle traten gehäuft auf, jedes Jahr ungefähr 3 oder 4 Kühe mindestens. Und das ging dann so weit, dass innerhalb von 3 Jahren praktisch alle alten Kühe verschwunden waren. Und die Totgeburten haben stark zugenommen.
Und eine Zeit lang war es wirklich schlimm. Mit Beginn der Abkalbesaison konnten wir sogar nicht mehr ruhig schlafen. Dann hatten wir tote Kälber. Ja, und lange Zeit hatten wir Probleme mit den Eutern. Das heißt, dass die Anzahl der Zellen in der Milch stark angestiegen ist. Und wenn man alles zusammen anschaut, hat man irgendwie das Gefühl, es stimme etwas mit dem Immunsystem nicht mehr. Und die Kühe sind einfach nicht mehr so widerstandsfähig wie vorher. Wir wissen aus sehr fundierten Langzeitstudien, Studien, die vor allem in der Metastudie von Professor Hecht und von Professor Balzer zusammengefasst worden sind, dass nach etwa 3 Jahren Menschen, die über diesen Zeitraum einer erhöhten Mikrowellenstrahlung ausgesetzt waren, in einen Erschöpfungszustand einlaufen. Nach etwa 5 Jahren hat sich dann der Erschöpfungszustand aufgrund des Mangels an Erholungsfähigkeit so verfestigt, dass er nicht reversibel ist. Es kommen dann weitere Erkrankungen hinzu, weitere Erkrankungen aus dem Formenkreis der Energiemangelerkrankungen. Dazu gehören die Krebserkrankungen ebenso wie die schweren Depressionen, aber auch Erkrankungen des Nervensystems, Erkrankungen des kardiovaskulären Systems, Erkrankungen der Haut und so weiter. Oft kommt das alles sogar gemeinsam vor. Die ausschließlich thermische Auswirkungen berücksichtigenden Mobilfunkgrenzwerte der ICNIRP und der Weltgesundheitsorganisation WHO schützen die Menschen kaum vor Gesundheitsschädigungen. Um aus berufenem Mund zu erfahren, warum das so ist, hat der Verein für gesundheitsverträglichen Mobilfunk Dr. Gerd Oberfeld nach Vaduz eingeladen. Dr. Oberfeld ist Umweltmediziner des Landes Salzburg und seit 1994 Referent für Umweltmedizin der österreichischen Ärztekammer. Im Hinblick auf Mobilfunksendeanlagen habe ich gemeinsam mit spanischen Kollegen eine Arbeit durchgeführt und reanalysiert, und es zeigte sich, dass unabhängig von der Distanz zu einer Sendeanlage signifikante Expositionswirkungsbeziehungen feststellbar waren für die gemessene Feldstärke, die durch Mobilfunksendeanlagen dominiert war, und zwar für Schlafstörungen, für Kopfschmerzen, für Depressionen, für Konzentrationsprobleme und so weiter. Aus meiner Sicht liegt genügend Evidenz sozusagen auf dem Tisch, die ein vorsorgliches Handeln erfordern oder sogar erzwingen. Es gibt Richtwertempfehlungen der ICNIRP für elektromagnetische Felder, die etwa im Hochfrequenzbereich auf sogenannten thermischen Effekten beruhen. Das sind Wärmeeffekte. Man will verhindern, dass durch kurzzeitige hohe Wärmeeinwirkungen gesundheitliche Probleme entstehen. Wichtig ist zu wissen, dass diese Richtwertempfehlungen, die auch von der WHO übernommen worden sind, nicht für Langzeitwirkungen gelten und damit ganz wesentliche Teile eines Schutzes nicht gegeben sind. Wenn man nun einen Schutz der öffentlichen und der individuellen Gesundheit anstrebt oder realisieren will, braucht man natürlich auch Langzeitgrenzwerte. Die sind mit den Referenzwerten der ICNIRP nicht gegeben. Obwohl man wusste, dass bereits bei Feldstärken von 0,04 Volt pro Meter Schlafstörungen auftreten, nach Dr. Milcheri, dass bei 0,48 Volt pro Meter die Krebshäufigkeit zunimmt, dass ab 0,87 Volt pro Meter die Nervenzellen anfangen, falsche Signale abzugeben, dass sich bei 0,6 Volt pro Meter die Hirnströme verändern und dass sich bei 0,9 Volt pro Meter die Blut-Hirn-Schranke öffnet und giftige Stoffe, die sich eventuell im Blutkreislauf befinden, ins Hirn eindringen können. Obwohl man all das wusste, hat man die Grenzwerte weit, weit über diese Pegel angesetzt.
Heute wird über Frauen oft gesagt, sie haben Brustkrebs, weil sie die Pille zu lange genommen haben oder zu lange das oder jenes genommen haben. Das ist richtig, dass das gesagt wird. Aber wenn das so einfach wäre, warum hat unser Amtsarzt, dessen Aufgabe es wäre, den Leuten zu beweisen, was geschieht, nie Zahlen veröffentlicht? Es wäre für ihn ganz einfach, statistische Zahlen zu veröffentlichen. 1985, 90, 95, 2000, 2005. Dann könnte man den Krankheitsverlauf betrachten. Sollte nichts sein, dann ist nichts. Wenn wir aber heute 56 Millionen Franken Defizit an die Krankenkasse zahlen müssen, dann ist etwas nicht mehr gut. Das ist eine Steigerungsrate von rund 10 Millionen pro Jahr. Da sollte doch irgendjemand beginnen, sich Gedanken zu machen. Es geht uns um die Gesundheit und nicht um den Mobilfunk. Eigentlich weiß bis heute niemand genau, wie sich Mikrowellen ausbreiten. Sie seien wohl am ehesten mit Lichtstrahlen zu vergleichen, sagen die Wissenschaftler. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei Mobilfunk und Mikrowellen um sogenannte Hertzsche Wellen handelt. Wissenschaftler wie Professor Konstantin Meil sprechen aber von anderen Wellen, von sogenannten Skalarwellen, die sich von den herkömmlichen elektromagnetischen Transversalwellen durch eine Schwingungsebene parallel zur Ausbreitungsrichtung unterscheiden. Es existieren die unterschiedlichsten Hypothesen. Skalarwellen sollen durch Resonanzphänomene Energie übertragen. Erdstrahlen und Elektrosmog werden mit ihnen in Zusammenhang gebracht. Sie sollen auf den menschlichen Organismus Wirkungen ausüben, die mit den herkömmlichen physikalischen Messmethoden nicht erfasst werden. Wir haben das Problem, dass hier ein Wellenanteil, ein abgestrahlter Anteil nicht gemessen wird und keinen Grenzwerten unterworfen wird. Und solange das der Fall ist, werden wir auch diese Technik nicht optimieren und damit nicht menschengerecht gestalten können. Die Voraussetzung ist also, dass man anerkennt, dass dieser Anteil eine biologische Wirksamkeit hat, dass man das auch untersucht, dieser Anteil des Antennenrauschens. Sobald das gemacht ist, könnten wir Geräte bauen, Handys bauen, Antennenmasten bauen, die entsprechend optimiert sind und die dementsprechend weniger belasten. Also wir sprechen in jüngster Zeit immer häufiger von der Stressbelastung der Menschen und das ist ja durchaus auch ein gewichtiges Argument. Man kann sich den Einfluss der verschiedenen Stressoren etwa so vorstellen, dass sich über den Tag verteilt, wenn der Stress stattfindet, diese Stressoren ansammeln wie in einem Fass und am Abend das Fass dann voll ist. Nun braucht es eine Nacht, in der Körper aufräumt, in der die Stressoren abgebaut werden, in denen sich der Körper erholen kann. Wenn diese Erholungsvorgänge ungestört stattfinden können, dann ist das Fass am anderen Morgen leer und der Mensch wieder aufnahmefähig für die verschiedenen Stressoren seines Tagesablaufes. Dann macht der Stress nicht wirklich eine starke gesundheitliche Gefährdung. Nur ein Übermaß an Stress ist ungesund. Und dieses Übermaß an Stress entsteht dann, wenn diesem Stress nicht die ausreichende Erholungsfähigkeit gegenübersteht, eben nachts das Fass nicht geleert werden kann, dann kommt der Stress des nächsten Tages dazu und irgendwann wird das Fass wohl überlaufen und der Mensch krank werden. Bei der Beurteilung und auch bei der Erforschung der biologischen Wirkung von Mobilfunkbestrahlung oder auch im weiteren Sinne von Mikrowellenbestrahlung wurde bisher der Schwerpunkt auf den Energiefluss gelegt. Also wie viel Energie wird da transportiert und kann gegebenenfalls in dem Zellhaufen, den ein biologisches Wesen ja darstellt, bewirken. Das scheint aber kein geeignetes Modell zu sein, denn wir haben ja nun schon mehrfach festgestellt, dass es um die Zellkommunikation geht und da geht es nicht um große Energieflüsse, sondern um den Fluss von Informationen, der gestört wird. Der Energiefluss ist dabei fast zu vernachlässigen, der ist so gering, dass wir ihn kaum, wenn überhaupt, messen können. Was passiert aber dann, wenn ein Regelsystem die Informationen verliert, nach der es sich ausrichten und geregelt werden soll, dann wird dieser Regler so durcheinander geraten, dass er nicht mehr sich anpassen kann an die entsprechenden Umgebungsanforderungen, dass er nicht mehr Ordnung halten kann und dass er dann früher oder später ganz und gar kaputt geht. Und genau das passiert
wenn wir mit den Mikrowellen in die Zellkommunikation der Lebewesen hineinfahren und hier Unordnung statt Ordnung bewirken. Die von der Regierung in Auftrag gegebene Mobilfunkstudie der Firma Enorm GmbH wurde am 26. Oktober 2005 präsentiert. Die Studie zeigt auf, dass bei Optimierung der Antennenstandorte und einer überregionalen Zusammenarbeit mit der Schweizer und Österreicher Nachbarschaft die Feldstärke in Liechtenstein problemlos um Faktor 100 herabgesetzt werden kann. Würde man gar das Signal über das Festnetz in die Gebäude leiten, könnte in Liechtenstein fast überall mit einer Maximalbelastung von 0,06 Volt pro Meter mobil telefoniert und damit auf die Gesundheit der Bevölkerung Rücksicht genommen werden. Im Alpengebiet wäre Liechtenstein sogar autonom, also nicht von Schweizer und Österreicher Antennen bestrahlt. Und daher ohne große Aufwendungen die Senkung der Strahlenbelastung auf den Salzburger Grenzwert von 0,06 Volt pro Meter problemlos möglich. Meine Meinung zur Studie ist folgende. Sie hat zu wenig spezifisch darauf hingewiesen, außer im Alpengebiet, dass man bei uns im Land mit den Salzburger Grenzwerten problemlos leben könnte. Die Enorm-Studie hat kein Exposé über die Antennenkonfiguration zur Einhaltung der Salzburger Grenzwerte von 0,06 im Freien entwickelt. Des Weiteren wird die Regierung in keiner Verordnung dazu verpflichtet, Indoor- und Outdoor-Versorgung zu gewährleisten. Da steht lediglich, das ganze Gebiet ist zu versorgen. Aber zwischen Indoor und Outdoor bestehen einfach Welten. Die Studie hat nicht hervorgehoben, dass wir ein eigenes Hoheitsgebiet sind und unsere Regierung das Recht besitzt, ohne die Schweiz zu fragen oder zu kriechen oder sonst etwas zu tun, unsere Werte herabzusetzen. Die Schweiz darf uns zwar überstrahlen, ist aber dazu verpflichtet, unsere Grenzwerte zu respektieren. Es wurde von der Studie nicht geklärt, ob nun der Wert des bestrahlenden Landes oder derjenige des Verstrahlten gilt. Das wäre doch der Sinn von einer Studie. Man beobachtet übrigens in allen europäischen Ländern eine Verschlechterung der gesundheitlichen Situation der Menschen. Und zwar sieht es so aus, und auch das gilt für alle anderen europäischen Industriestaaten, dass insbesondere die psychosomatischen Diagnosen sprunghaft ansteigen und immer häufiger vergeben werden müssen, während andere Krankheitsbilder, die herkömmlichen Krankheitsbilder, in etwa gleich bleiben. Und nun fragt man sich natürlich, woran das liegt. Es werden da verschiedene Ursachen herangezogen und diskutiert. Der psychosoziale Stress, dem wir ausgesetzt sein sollen, der ist im Moment ein Favorit. Aber ich frage Sie, was ist denn so schlecht geworden an unserem Leben? Wir leben ja sehr gesund, wir haben gesunde Wohnungen, wir kümmern uns um gesunde Ernährung, wir haben größtenteils auch recht annehmbare Lebensumstände in unseren Familien, wir haben einen hohen Bildungsstand. Das alles ist doch viel besser geworden im Vergleich zu früher. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Berücksichtigt man aber einmal, dass es tatsächlich die Zellkommunikation betrifft, die über Gesundheit oder Krankheit, Langlebigkeit oder auch das Sinken der Lebenserwartung entscheidet, berücksichtigen wir einmal dieses Faktum, dann werden wir sehr schnell zu der Hypothese kommen müssen, dass eine Störung der Zellkommunikation, also eine Störung der Informationsabläufe in den biologischen Organismen, dazu führen muss, dass es zu vermehrter Krankheit und zu einer Erschöpfung letztlich dieser Organismen kommen muss, weil eben die Zellkommunikation die Basis für Gesundheit, Erholung und Langlebigkeit darstellt. Wichtig ist mir darauf hinzuweisen, dass wir aufgrund von vielen, vielen Kasuistiken weltweit mehr als Hinweise haben, dass hier ernste Gesundheitsstörungen auftreten können und dass diese auch unterstützt werden durch epidemiologische Untersuchungen. Liechtenstein hat eine Riesenchance und damit auch Europa und der Rest der Welt, durch Einführung entsprechend strenger bzw. vorsorgeorientierter Grenzwerte die Gesundheit nicht nur der Liechtensteiner zu schützen, sondern darüber hinaus ein Signal zu setzen. Es zeigt sich, dass die Mobilfunktechnologien ja voranschreiten und dass die Belastungen einfach von Jahr zu Jahr immer mehr werden und die gesundheitlichen Folgen in ersten Anzeichen jetzt schon sichtbar sind, aber in ihrer ganzen
Breite und sozusagen Massivität in den nächsten Jahrzehnten über uns hereinbrechen werden. Deswegen sehe ich hier eine Notwendigkeit, im Rahmen der Möglichkeiten entsprechend vorsorglich zu handeln. Ein weiterer Punkt wäre die Einrichtung von mobilfunkfreien Erholungsgebieten für Menschen, die sich von der Elektrosmogbelastung erholen müssen und ihre Gesundheit wiederherstellen oder erhalten wollen. Wenn die Menschen hierher nach Malbun in das Skigebiet von Liechtenstein kommen, dann suchen sie Erholung. Dann wollen sie sich erholen von den Stress und den Strapazen, wo sie sonst wohnen und möglicherweise eben auch von dem Mobilfunk und der Mobilfunkbelastung. Und da macht es doch wenig Sinn, hier Masten aufzustellen und die Leute von einer Belastung in die nächste zu schicken. Die Menschen werden in Zukunft verstärkt darauf achten, wenn sie in Urlaub gehen und Urlaub buchen, dass sie dort auch Erholung vorfinden. Der Elektrosmog wird zunehmend in die Überlegungen der Menschen einbezogen. Dann ging beim Gericht nichts mehr vorwärts. Wir bekamen wirklich schwerwiegende Gesundheitsprobleme. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur Zufall ist, dass ich einen Schlaganfall bekommen habe und meine Frau ein Krebsfall geworden ist. Wir hoffen, ja, auf Besserung. Aber überstanden ist es noch lange nicht. Es ist einfach frustrierend zu sehen, dass nichts vorwärts geht und dass man dem Schicksal überlassen wird. Die Stimmen besorgter Ärzte mehren sich, die die Verschlechterung der gesundheitlichen Situation in Zusammenhang bringen mit dem Aufstellen von Mobilfunkantennen. Diese Stimmen muss man sehr, sehr ernst nehmen, denn es handelt sich hier nicht um einen Fasnachtsscherz, sondern es handelt sich um die Sorge der Menschen, um die Gesundheit, um die Menschen füreinander. Und wenn ich in politischer Verantwortung stehen würde, dann würde ich diese Stimmen sehr, sehr ernst nehmen und ich würde mich mit Händen und Füßen schon aus Vorsorglichkeitsgründen gegen jedes voreilige Gesetz wehren, das das Aufstellen weiterer Mobilfunkantennen in irgendeiner Weise erlaubt und sanktioniert. Irgendwann ist die Regierung gefordert, im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung ganz klar zu sagen, meine Herren, jetzt müssen wir einen Stopp machen, das ist nicht mehr gut. Ich glaube, das heutige Gesetz, basierend auf all den Verordnungen und Landtagssitzungen, sollte Sinn machen und nicht sinnlos sein. Was ich aber anstrebe, ist, dass alle Gemeinderäte und die Landtagsabgeordneten ganz klar wissen, was los ist, sodass nie einer sagen kann, er habe nichts davon gewusst. Das kann nicht sein, dass zuerst bestimmte Zahl von Kranken und Toten erwiesen sein müssen, bevor der Staat handelt.